Was ist denn mit der Flitzerin passiert, Leute? Kinsey Sue gebannt? Was? Die gibt es auf Insta nicht mehr. Profil wurde gelöscht. Warum? Ihr seid jetzt verfügbar? Was? Ja, ich wollte erzählen, das ist so krass mit der. Sie ist jetzt auf Twitter. Laber doch keinen Scheiß. So, Twitter. Ja, leck meine Eier. Twitter Kinsey Hu. Ah, die Seite existiert nicht. Was? Die wurde gehackt? Ey Leute, die hat, das ist zu krass, ne? Die hat 300.000 Follower, bevor der Vitali Video hochgeladen hat von ihr, ne? Vitali sage ich schon, was laber ich da? Und dann hat sie einfach, in einer Nacht 2 Millionen Follower dazu bekommen, ne? Die hat jetzt auf Instagram, die hatte so viele Follower wie jetzt Vitali. Und das ist zu krass. Ey Leute, ich will euch mal, auch wenn wir das jetzt nicht ihr Instagram-Profil sehen können, aber ich kann euch eins sagen, die hatte auf Instagram, bevor sie aufs Stadion gerannt ist, hatte sie einfach mal 300.000 Follower. Ne? Hier, seht ihr nochmal das Video? Ich zeige euch das eben. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu laut sein, aber hier. Die rennt einfach durch, Bruder. Boah, die rennt da einfach aufs Champions-League-Finale. That's my fucking girlfriend. That's my fucking girlfriend. Der Vitali, Alter, wieder ausgerastet ist, ey. Was? Jetzt schon 3 Millionen gehabt? Also ich muss ehrlich sagen, das war so ein schlauer Marketing-Move. Seid mir ehrlich, Digga. Klar, die hat jetzt lebenslang Stadionverbot und hat bestimmt eine Strafe von 50 bis 100.000 Euro bekommen. Aber seid mir ehrlich, wenn ihr 50 bis 100.000 Euro zahlen würdet und so eine krasse neue Reichweite kriegen würdet, dann würdet ihr das doch auch machen, oder? Das ist wie Klicks kaufen. Das ist so krass. Und das Lustige ist, der Vitali, also der hier, wer erinnert sich noch, Deutschland, Argentinien, WM-Finale 2014, der hat ja auch einen Flitzer gemacht. Der ist ja einfach aufs Feld gerannt beim WM-Finale und jetzt hat das einfach seine Freundin gemacht, Digga. Das ist zu krass. Und seine Freundin, die muss man sagen, kann man sagen, was er will, die ist eine Granate. So, sagen wir es mal so, ne? Und das ist schon krass, Digga. Die hat einfach 300.000 Follower gehabt und macht in einer Nacht, ist die zum Multimillionärin geworden, sage ich mal, also an Followern. Das ist zu krass. Aber Leute, kann mir jemand sagen, warum die gebannt wurde? Kann mir jemand sagen, warum die gebannt wurde? Das würde ich mal gerne wissen, ne? Wieso die gebannt wurde? Gucken wir mal zusammen nach Kinsey Huan Insta-Bann. Boah, das ist schon eine heiße Flitte, wirklich. Das ist schon wirklich eine heiße Flitte. Das ging flott. Instagram-Profil von Flitzerin gehackt. Über Nacht hatte über 2 Millionen Instagram-Follower. Aber ich sag mal auch ehrlich, die hätte niemals so viele Follower bekommen, wenn die nicht solche, sage ich mal, Nacktbilder auf ihrem Instagram-Profil hätte, so Bikini-Fotos und so. Und wenn sie so auf dem Platz, wenn jetzt normal mit Klamotten auf dem Platz gerannt werde, gerannt hätte, boah, ich kann kein Deutsch mehr, Alter. Gerannt wäre, dann hätte sie niemals so eine Follower-Anzahl bekommen. Oder wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kerl da auf dem Platz wäre, würde sich keine Bohne für jucken. Krank, Digga, dass sie so auf dem Platz gerannt ist, ne? Der Typ hat sich bestimmt richtig gefreut. Da gab es auch so Memes und so, das ist sofort um die Welt gegangen. Da gab es diese Memes mit, hier, wie werde ich Ordner beim Champions-League-Finale und so. Das war zu lustig gewesen, ohne Scheiß. Mal gucken, jetzt gelaufen war, jetzt dürfte sie Angst um ihre neuen Anhänger haben, mit ihrem Sprint über das Spielfeld, bla bla bla, über Nacht zur Berühmtheit. Im knappen schwarzen Badeanzug musste die Flitzerin von den Ordnern vom Feld getragen werden. Die Spieler guckten dabei etwas angefressen aus der Wäsche. Auch Jürgen Klopp konnte während der Fragwien-Aktion nur mit dem Kopf schütteln. Videos, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurde. Offenbar war sie dorthin nach ihrer Aktion gebracht worden. Anschließend gönnte sich die 22-Jährige einen Burger, wurde gehackt. Für Wolanski hat sich ihr Platzsturm gelohnt. Sie bewarb damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Sex-Webseite ihres Freundes. Ja, Mann, stimmt. Der Vitali hat ja so eine Seite, Vitali Unzensored, wo der so, ja, nicht Pornos hochlädt, aber so Videos. Der lädt auf Videos, Videos hoch. Der lädt auf YouTube Videos hoch, wo das alles so zensiert ist. Aber der hat auch eine Seite, wo er Geld verdient, als das alles unzensiert hochzuladen. Dafür hat die einfach Werbung gemacht. Das stand auf ihrem Trikot da drauf. Zu krass von
3 Millionen auf fast 2,5 Millionen. Die hatte so viel Follower wie ich und hat in einer Nacht 2,5 Millionen Follower gemacht. Das ist, ich muss wirklich sagen, so eine schlaue Werbestrategie gewesen. Aber warum ist jetzt ihr Instagram gehackt worden? Werbeexperten schätzen den Wert ihres Auftrittes, würde man die Sendezeit zu der Uhrzeit während des Spiels auf knapp 4 Millionen Dollar. Krank, Digga. 4 Millionen Dollar Werbezeit. Also das, was das kosten würde, so eine Werbung zu kriegen. Eine ziemlich kluge Marketing... Guck mal, ich sag's gerade. Eine ziemlich kluge Marketingstrategie, die das Model sich da überlegt hat. Doch jetzt kommt es für die 22-Jährige ganz dicke, denn ihr Profil wurde offenbar gehackt. Auf der Fotoplattform ist es nicht mehr aufzufinden. Auf Twitter postete Polanski ihr Leid, schrieb, mein Instagram wurde gehackt und versah ihren Tweet mit einem traurigen Emoji. Oh mein Gott, Digga, die Arme wurde einfach gehackt. Dass sie... LOL! Auf Instagram 36.000, Digga. Alter. Das ist schon eine Süße auf jeden Fall. Die wird einfach gehackt. Mein Instagram has been hacked. Hier, seht ihr es? Hör mal alle. All that hard work. Oh mein Gott. Die wird einfach gehackt. Aber Leute, sagt mir ehrlich, das war... Also ich finde es echt schade für sie gerade, weil ich feiere diese Aktion irgendwie. Ohne Scheiß, ich feiere die Aktion. Übertrieben, Alter. Das war die schlauste Werbestrategie, die es jemals gibt. So, und wenn man sich sowieso nicht für Fußball interessiert, so, die war ja sogar VIP, dann ist das doch scheißegal, oder? Seid mal ehrlich. Ne? Dann ist es doch scheißegal. Es wäre genauso, wenn ich, der zum Beispiel kein Hockey feiert, beim Hockeyfinale, Weltmeister-WM-Finale, ein Dings mache, ein Flitzer. Dann kann ich zwar nie wieder Hockey sehen, was mich nicht juckt, muss eine Strafe zahlen, aber krieg Follower ohne Ende dazu. Also als Frau natürlich. Zu krass, Alter. Heftige Scheiße. Wirklich GG an Kinzie Wolanski. Wirklich, die hat alles rasiert. Aber niemals hätte sie so viele Follower bekommen, wenn sie nicht immer solche knappen Fotos hätte. Bin ich ganz ehrlich. Ja, Mann, das wollte ich gesagt haben zu ihr auf jeden Fall.